Das erste ist einmal, also was wir mittlerweile wissen aufgrund der Analyse der Jahresabschlüsse, ist es so, dass die Stadtwerke respektive die Energie Wien derivative Finanzgeschäfte gemacht hat. Ich denke, es ist auch mittlerweile Konsens im Laufe des Tages geworden, dass diese spekulativer Natur sind, weil es sich eben um verkaufte Termingeschäfte handelt. Zur Erklärung, was bedeutet das? Die Fernwärme bzw. die Energie Wien hat 10 Terabyte Stunden an der Börse über derivative Finanzinstrumente verkauft, zu einem Durchschnittskurs von ungefähr 125 Euro. In der Wirkung heißt das, wenn der Preis hier sinkt, dann hätte die Energie Wien einen Gewinn gemacht. Es ist leider Gottes genau das Gegenteil passiert, nämlich dass die Preise massiv gestiegen sind und dadurch sind Verluste entstanden. Diese Verluste wirken sich in zweierlei Form aus, nämlich das eine, was wir jetzt momentan diskutieren, weil sich der Herr Finanzminister dazu entschlossen hat, das öffentlich zu machen, nämlich im Sinne von, was ist an zusätzlicher Liquidität überhaupt notwendig, um die Geschäfte aufrechtzuerhalten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, hier hoffe ich, dass sich irgendwann im Laufe des Tages oder spätestens im Laufe der Woche Transparenz einstellt, nämlich wie hoch ist das Ergebnis oder wie ist das Ergebnis aus den bisher ausgelaufenen Geschäften ausgefallen. Und ich gehe davon aus, dass die Kollegen vom Finanzministerium und auch von den Involvierten auf der anderen Seite ganz genau wissen und auch die Opposition, wie man einen Jahresabschluss liest. Ja, deswegen verstehe ich nicht, wenn jetzt das große Spiel wieder losgeht, wir wussten das alle nicht, ja, weil der Jahresabschluss der Wiener Stadtwerke ist öffentlich zugänglich und ich empfehle auch jeden Unternehmer, insbesondere der jetzt von Energiepreiserhöhungen hier betroffen ist, sich den Jahresabschluss hier aufzurufen, um zu sehen, warum er dann in Zukunft statt den, was momentan als Optimatarif 0,23 Cent angeboten wird, wo die Wiener Energie draufzahlt, in Zukunft 1 Euro zahlen wird. Ja, weil das ist die Wirkung dieser sogenannten Sicherungsgeschäfte. Und nein, es sind keine Sicherungsgeschäfte, sondern es ist Spekulation. Ja, das muss man so sagen. Also in Summe ein Organversagen von allen politischen Vertretern. Ich verstehe, dass man jetzt hier sagt, und ich habe vollstes Verständnis, wenn insbesondere Hand gesagt und das Management, unsere Bonität ist einwandfrei, ja, weil das muss er sagen, ja, er muss die Gläubiger beruhigen, nur es ist jetzt in der Öffentlichkeit und dann ist es halt leider so, dass die Kiste anfängt zu rollen und die Wahrheit ist, es wurden Geschäfte gemacht, die ein unlimitiertes Risiko haben. Und wenn jetzt rein theoretisch der Strompreis auf 3.000 Euro pro Megawattstunde steigt, dann helfen 10 Milliarden Euro Schutzschirm auch nichts. Konferenz mit Bürgermeister Ludwig, Hanke und auch Weinelt wurde betont, man habe bei der Bundesfinanzierungsagentur sicherheitshalber um 2 Milliarden Euro angefragt. Aktuell werden diese nicht gebraucht, aber die Situation kann sich schnell auch wieder ändern. Was ist jetzt Stand der Dinge? Um wie viel Geld geht es bei Wien Energie? Ich beantworte die Fragen in zwei Formen. Das eine ist, wenn ich die Annahme treffe, dass die 10 Terabyte-Stunden, die seinerzeit abgeschlossen worden sind, jetzt noch immer bestehen mit einem Durchschnittspreis von 125 Euro, dann ist die Sicherheitsleistung, die die Wiener Energie dafür zu hinterlegen hat, 10 Milliarden Euro. Das ist die eine Antwort. Die zweite Antwort ist, und nochmal hier mein Hinweis auf die Transparenz. Was ich gerne wissen würde, ist, ausgehend von dem, was die Zahlungsverpflichtungen bei 31.12. waren, nämlich 2,7 Milliarden Euro, ausgehend von dem Bewertungsverlust von 1 Milliarde Euro, die zum 31.12. vorhanden waren, und ausgehend von dem bereits entstandenen Verlust von 45 Millionen Euro, wie hat sich das entwickelt? Soll heißen, welche Geschäfte sind bis dato abgelaufen, mit welchem Ergebnis? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, in welche Geschäfte sind noch offen? Und sagt man endlich, dass es ein
limitiertes Risiko, also ein unbeschränktes Risiko ist. Weil, noch einmal, auch wenn ich jetzt hier probiere, die Gläubiger zu beruhigen, und das ist die Krux an der Geschichte, ja, und deswegen hätte man das auch hinter den Türen lösen sollen, es ist unbeschränkt. Ja. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier sage, ich spanne einen Rettungsschirm, ja, dieses neue Modewort, ja, von 10 Milliarden Euro, oder ich gebe Garantien, noch einmal, wenn der Strompreis auf 3.000 Euro oder auf 5.000 Euro pro Megawattstunde hochmarschiert, dann muss das irgendwer zahlen. Ja? Das sollte normalerweise der Vertragspartner sein. Es ist mittlerweile klar, dass das nicht der Fall ist. In weiterer Folge der Eigentümer, die Stadt Wien, die ist nicht mehr in der Lage, das zu zahlen, weil sie schon eingeschossen hat. Also ist der Bund an der Reihe. Der Bund hat sich entschieden, das in die Öffentlichkeit zu tragen mit der Botschaft. Dadurch kann es im Zweifelsfall nur teurer werden. Aber ja, es ist ja ein beschränktes Risiko. Ja? Und deswegen ist die Frage als solches, wird sich jeder Entscheidungsträger darum herumschwindeln. Was ich sage ist, ja, es gibt kein Worst-Case-Szenario, weil es ein unendliches Risiko ist. Das ist das, die Gestaltung dieser Geschäfte und damit steht auch außer Frage, ob es eine Spekulation ist oder nicht. Die Stadt Wien hat auch hier betont, gesagt, es geht um die Preissteigerung und hat auch von verrückten Märkten gesprochen. Ist das tatsächlich der Grund für dieses finanzielle Debakel, in dem sich Wien Energie jetzt befindet? Ursache und Wirkung. Ganz einfach, Ursache und Wirkung. Wenn ich solche Instrumente wähle, und mich hier an die Börse begebe und was verkaufe in der Hoffnung, dass der Preis runtergeht und damit mir ein Körperlgeld mache, dann ist es auf der anderen Seite so, wenn die Preise steigen, dass ich eine Nachschussverpflichtung habe. Und ja, dann kann ich sagen, der Markt ist schuld. Nur der Markt wäre nicht schuld, wenn ich die Instrumente vorher nicht in dieser Art und Weise gewählt hätte. Ja? Weil ich heute sehr oft gefragt wurde, warum macht man das? Ja? Man macht es deswegen, weil man davon ausgeht, dass fallende Kurse sind. Ja? Und man macht es deswegen, dass man damit ein Körperlgeld verdient. Ja? So, das war im Nachhinein die vollkommen falsche Entscheidung. Ich gehe aber auch davon aus, dass in den nächsten Wochen irgendwo ein Papier auftaucht, wo ein externer Berater oder ja, es muss mit einem externen Berater gemacht worden sein, dort festgehalten wird, man ist von fallenden Preisen ausgegangen und das ist eine vernünftige Strategie. Das heißt, das wird so quasi einmal der erste Schritt sein. Ja. In weiterer Folge wird man dann über das Management diskutieren. Die große Frage politisch ist, und das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren, dass, wenn es tatsächlich so ist, bereits von der Stadt Wien rund 1,2 Milliarden Euro eingeschossen worden sind, um hier Verluste zu decken oder um die Geschäfte aufrechtzuerhalten, ohne Zustimmung und ohne Transparenz, dann haben wir eh relativ bald ein anderes Thema.